auf meiner linken Seite Ulf Berg, Partner bei der Beteiligungsgesellschaft BLR und Partner, Verwaltungsratspräsident bei der Ems Chemie, diese Woche in den Nachrichten aus anderen Gründen, aber über Frauengleichheit und so weiter werden wir vielleicht noch was von Ihnen hören. Ob Sie über Ihren CEO was sagen können, weiß ich nicht. Vorstand in SwissMem und früher CEO und Verwaltungsratspräsident bei Sulzer und vorher langjährig bei der ABB. Professor Walter Leimgruber ist ordentlicher Professor an der Uni Basel. Seine Schwerpunkte sind Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie. Aber er ist auch Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. Später werde ich ihm fragen, genau was das bedeutet, aber das kommt erst später. Und dann an meiner rechten Seite, Ihrer linken Seite, Dr. Gerhard Pfister, Nationalrat bei der CVP, vorher langjährig auch im Kanton Zug als Politiker beschäftigt. Er ist Delegierte der Verwaltungsrat der Institut Montana in Zug, eine sehr bekannte Privatschule und vorher langjährig nicht nur Politiker, aber auch in der Praxis als Lehrer tätig, fast 20 Jahren, glaube ich, als Gymi-Lehrer mit Schwerpunkt Philosophie und Deutsch. Mit meinem Deutsch muss ich bei diesem Panel besonders aufpassen. Grammatik und der, die und das gehen ein bisschen schief, vielleicht werden Sie korrigieren. Aber bevor wir mit unserem Panel anfangen, Sie sind dran. Unsere letzte Frage vor 15 Minuten war über Bubs und Mädels. Pardon, es ist ein lustiger Einstieg, ich kann es nicht. Sie hatten 20 Jahre fast Erfahrung. Sie haben sicher eine Reihe Geschichten, alle müssen Sie nicht erzählen, aber Performance von den beiden Geschlechtern. Was können Sie uns sagen? Vielleicht antworte ich besser in zwei, drei Anekdoten. Auf der einen Seite freut es mich, dass sich hier im Publikum zwei ehemalige Schüler aus meiner Schule befinden. Das zeigt, dass man es als Lehrer nicht alles falsch gemacht hat und fühlt dann mit einer gewissen Befriedigung. Die zweite Anekdote, ich bin tätig gewesen lange Jahre auf der Gymnasialstufe, 7. bis 12. Schuljahr und habe vor 10 Jahren eine Primarschule mit einem Begabungsförderungsmodell aufgebaut. Und dort hatte ich zum ersten Mal mit Primarschülerinnen und Schülern zu tun. Und ihre Frage, wie äußert sich der schulische Erfolg oder Misserfolg in diesen Stufen, der ist wirklich sehr, sehr verschieden. Und auf der Primarschule war ich letztes Mal in einer Klasse und dann haben sie... Sie wollten von den Kindern wissen, wie sie sich selber wertschätzen. Und sie mussten sagen, ich bin gut, weil ich das und das kann. Die Knaben haben alle gesagt, ich bin gut, weil ich zum Beispiel beim Fußballspiel am meisten Tore erziele. Ich bin gut, weil ich in der Schule in Mathematik die besten Noten habe und so weiter. Die Mädchen haben alle gesagt, ich bin gut, weil ich meiner Mutter helfen kann. Ich bin gut, weil ich für meine Klassenkameradinnen da bin. Das heißt, die Knaben haben alles Eigenschaften erwähnt, die ihr Selbstwertgefühl aus sich herausbezogen haben. Die Mädchen haben schon, die waren 8 Jahre, die haben ihr Selbstwertgefühl in Orientierung auf jemand anders bezogen. Sie haben vorher sehr viele Themen angeschnitten, die in diese Frage hineinspielen. Rollenverständnis, gesellschaftliche Erwartungen, die Rolle der Eltern, die Feminisierung des Lehrerberufes, alles hochspannende Themen. Die Kurzantwort lautet für mich jetzt für diesen Anlass, die Mädchen sind schulisch generell angepasster als die Knaben. Und das bringt ihnen manchmal schulisch besseren Erfolg. Der letzte Punkt, Sie haben heute mit diesem Panel eigentlich, und ich bedenke, ich bin als Politiker eingeladen, oder vor allem als Politiker eingeladen, Sie haben zwei Themen, wir diskutieren heute über zwei Themen, die in Bundesbern mindestens oder auch in der politischen Diskussion eigentlich Randthemen sind. Bildung wird von allen immer gesagt, extrem wichtig, einziger Rohstoff der Schweiz und all. Sie kennen alle diese Sonntagssprüche. Dann haben Sie die Ratings der einflussreichsten Parlamentarier und dann ist die Mitgliedschaft in der WBK, in der Kollege Stramm saß, sehr viel weiter unten angesetzt als die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskommission.
Da zeigt sich, dass was Politiker sagen, ist etwas anderes, als was sie tun. Das ist nicht neu, aber relativ interessant in diesem Fall. Das zweite Thema, Migration, zu dem wir jetzt kommen, ist ein sogenanntes Pfui-Thema. Es ist, gilt als unfein, vor allem in bürgerlichen Mitteparteien, sich darüber auszulassen. Man überlässt das Thema fälschlicherweise einer Partei, die sich damit profiliert. Und das führt unter anderem zu Volksentscheiden wie den vor einem Jahr. Deshalb finde ich es extrem spannend, genau diese beiden Themen, die natürlich etwas miteinander zu tun haben, zur heutigen Thematik hier zu verbinden. Also wir sind sehr dankbar, dass Sie dabei sind und auch sehr dankbar für diese zwei Einblicke, einmal im Lehrerberuf sozusagen und zweitens im politischen Leben und was wichtig ist und nicht. Lassen wir jetzt mit unserem Hauptthema anfangen und eigentlich der Import von Humankapital, was es für die Schweiz bedeutet. Ich werde mit einer allgemeinen Frage wie immer anfangen, und zwar, wie prägt Migration die Bildungslandschaft Schweiz? Wir kennen alle die Beispiele von Ärzten, hauptsächlich aus Deutschland, aus Österreich, aber es geht nicht nur um Medizin, es geht auch um Bildung, sei es bei Konkurrenz für ordentliche Stellen bei den Universitäten oder auch im täglichen Lehrerberuf. Ich, mindestens als Ausländer, habe alle Artikel oder die Artikel in der Zeitung mit großem Interesse gelesen. Als Journalist weiß ich, dass man eine leichte Neigung in meiner Branche hat, manchmal zu übertreiben, aber etwas steht dahinter, gehe ich davon aus. Professor Leimgruber, ich fange mit Ihnen an, das ist Ihr Fachgebiet, aber wie ich am Anfang gesagt habe, ich würde, vielleicht bin ich hier der Einzige, der das nicht weiß, und in dem Sinne bitte machen Sie das kurz, bevor Sie beantworten über die Wichtigkeit dieser ausländischen Fachkräfte, sagen Sie etwas über den Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. Ja, gerne. Der Bund hat ja zwei Arten von Kommissionen, die parlamentarischen Kommissionen, die wir jetzt gerade ein Beispiel gehört haben, und die außerparlamentarischen. Und in den außerparlamentarischen geht es darum, dass eine möglichst breite Fachkompetenz zu bestimmten Fragen Stellung nimmt. Und eben nicht, da sind keine Parlamentarier drin, das schließt sich sogar aus, sondern das sind Fachleute, Betroffene, Beteiligte, sei das aus der Wirtschaft, sei das aus der Bildung, sei das aus irgendeinem Bereich. Wir kennen das, wir haben eine Jugendkommission, wir haben eine Familienkommission, wir haben Dutzende, wenn nicht Hunderte sogar, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Die einen sind sehr öffentlich, die anderen sind die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus zum Beispiel ist eine, die immer wieder an die Öffentlichkeit tritt. Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen ist hervorgegangen aus der Kommission für Ausländer. Ursprünglich hieß das für das Ausländerproblem. Das zeigt schon einmal, wie schwierig die Frage ist. Dann hat man sie zu einer Frage heruntergemildert, die wir heute haben. Und aus der Kommission für das Asylwesen. Die sind fusioniert worden. Was wir machen, wir beraten, wenn Sie denn das hören wollen, das Parlament und die Verwaltung in bestimmten Fragen. Wir nehmen Stellung zu den Gesetzesvorlagen. Wir machen eigene Studien. Wir publizieren jedes Jahr einzelne Studien, die auch sehr weit beachtet werden. Und wir haben ein eigenes Budget für Projekte im Bereich der Migration, Integration, wo wir ergänzen zum Staatssekretariat für Migration die Dinge fördern, die vielleicht eher ein bisschen neuer, ein bisschen innovativer sind und die noch nicht so quasi in der Struktur drin sind. Und wir sind, glaube ich, der einzige Ort, wo Ausländer offiziell in der Bundespolitik mitreden können. Wir setzen uns nämlich zur Hälfte, wir sind 30 Mitglieder, Hälfte davon sind Ausländer und Ausländerinnen. So, danke, Walter Leimgruber, für diese Einführung. Jetzt weiß ich mindestens genau, was diese Kommission ist. Jetzt beantworten Sie die Frage, also Wichtigkeit von ausländischer Humankapital. Ich fange vielleicht dort an, wo Sie es nicht erwarten würden, nämlich bei der klassischen Einwanderung. Die klassische Einwanderung, damit bezeichne ich die Einwanderung ab den 50er, 60er Jahren, die sogenannte Arbeitsmigration, die hat ja dazu geführt, dass ganz viele Leute in die Schweiz gekommen sind mit eher einer tiefen Bildung.
die haben sozusagen die Gesellschaft unterschichtet in einer gewissen Weise, was Bildung betrifft, was dazu geführt hat, dass viele Schweizer in bessere Positionen gekommen sind, aber natürlich auch Verdrängungsängste ausgelöst hat. Siehe die frühen Abstimmungen der 60er und 70er Jahre, wo das ein großes Thema war. Also wir haben beim Humankapital lange Jahre, eigentlich Jahrzehnte, eine Situation, wo eher das, was wir heute als bildungsfern bezeichnen würden, bildungsferne Gruppen kamen, hat ganz viele Probleme verursacht sie noch immer. Wir haben Jahrzehnte nichts unternommen. Wir waren ja der Meinung, die kommen und die gehen dann wieder, siehe Saisonierstatut. Integrationspolitik gibt es erst seit 10, 15 Jahren. Vorher haben wir das sich selber überlassen. Und wir haben jetzt seit gut 10, 12 Jahren ein zweites Phänomen, und das könnte man vielleicht mit bildungsmäßiger Überschichtung bezeichnen, nämlich eine hohe Anzahl von Leuten, die superqualifiziert sind. Wir sprechen so schön neudeutsch von den highly qualified migrants, die hochqualifizierten Migranten, meistens mit Tertiärbildungsabschluss. Im Moment sind das ungefähr 50% der Migranten, die ins Land kommen, haben einen tertiären Bildungsabschluss, also 2,5-mal so viel, wie das in der, die Matura-Quote in der, bei den Schweizern ist. Die neuesten Zahlen in Zürich zeigen, dass zum Beispiel die Deutschen und die Österreicher, und da ist es besonders interessant, weil sie ja auch dieses vielgerühmte duale System haben, die Maturitätsquoten hier bei 50% liegen. Die sitzen also in der Akademikerfalle, würde jetzt der Herr Stramm sagen. Vielleicht müsste man ihnen allen sein Buch schenken, aber die würden wahrscheinlich einfach sagen, seid ihr bekloppt. Wir wollen, dass unsere Kinder was werden, und deshalb wollen wir, dass sie eine Maturität machen und studieren. Was heißt das für dieses Land? Wir haben vorhin dauernd über die mittlere Ebene, nämlich über das duale Bildungssystem, diskutiert. Und ich denke, diese mittlere Ebene ist auch eine Ebene, die ziemlich gut funktioniert, nicht so gut, wie das in all den Lobreden dargestellt wird. Immerhin ist es ungefähr ein Drittel der Leute, die die Berufslehre abbricht. Da müsste man sich mal Gedanken machen, warum das so viele sind. Das ist doch ein größeres Problem. Aber insgesamt ist das sicher ein Asset für die Schweiz. Wir müssten aber verstärkt über diejenigen diskutieren, die diese Berufsbildung nicht machen. Und das sind sage und schreibe 600.000 Menschen in diesem Land, die über 20 sind, haben keine Qualifikation außer der obligatorischen Schule. Das sind 10, 12, 13% aller Berufstätigen. Das ist eine enorme Zahl. Und wir müssten uns über die Elite Gedanken machen, denn die Elite ist weltweit umstritten. Wir haben zwar immer das Gefühl, es kommen alle ganz gerne in die Schweiz, wir haben auch viel zu bieten. Was man aber sehr gut feststellt, gerade auch als Folge der Diskussionen jetzt um Masseneinwanderungsinitiative und so weiter, die Leute fangen an, sich Gedanken zu machen. Die wollen nicht nur einen guten Job, die wollen auch ein gutes Umfeld für ihre Familie, für ihre Kinder. Und selbst wenn die meisten davon sagen, dass sie persönlich nichts merken, nicht betroffen sind davon, geht Ihnen diese dauernde Diskussion über das Ausländerproblem und das Migrationsproblem langsam aber sicher auf den Keks. Und die suchen andere Möglichkeiten, und diese anderen Möglichkeiten gibt es. Und ich denke, wir sollten aufhören, so dauernd über das Problem zu reden und einmal umdrehen und das Potenzial sehen. Wir verdanken dieser Gruppe einen enormen Teil unseres wirtschaftlichen Erfolges. Ich meine, 60% der CEOs aller börsenkotierten Firmen in der Schweiz sind Ausländer. Das ist, glaube ich, in keinem Land der Welt gibt es eine annähernd große Zahl. 50% der Assistenzärzte in unseren Spitälern sind Ausländer. Wir müssen uns natürlich auch fragen, tun wir genug für unseren eigenen Nachwuchs? Und da habe ich manchmal doch meine Bedenken. Ich denke, wir müssen auch da deutlich mehr tun. Aber es geht hier nicht darum, diese beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen, sondern zu schauen, wie können wir diese Gruppe, die zunehmend mobiler wird, die weltweit tätig sein kann und die für bestimmte Bereiche essentiell ist, dass wir denen wirklich ein Angebot machen können, das sie hier hält. Danke für diese tolle Einführung. Wirklich, Sie haben alles da, ich glaube, im Blick, also auf meine Macht nach, gesetzt. Ulf Berg, Sie sind wie ich eine Art Importprodukt oder etwas früher angekommen als ich. Sie sind inzwischen eingebürgert worden, ja. Oder nicht? Ah ja, okay, ich bin nicht Schweizer. Bei den 12 Jahren. Ich muss noch ein paar Monate warten. Sie haben Industrieerfahrung. Unser Schwerpunkt hier ist Bildung und die Bildungslandschaft, aber wir sprechen auch über die Bedürfnisse der Wirtschaft. In Ihrer Zeit bei ABB oder später in Ihrer Zeit bei Sulzer oder in Ihrer Zeit jetzt als Beteiligungsinvestor,
die Wichtigkeit ausländischer Fachkräfte. Wie wichtig waren die zum Beispiel bei Sulze und hätte man darauf verzichten können? Ja, ich möchte eigentlich zuerst auf Ihren Bemerkungen über die klassische Tiefbildung und die heutige Überschicht und Einwanderung reflektieren. Es gab eine Zeit bei der HSG, das war zu der Zeit der Tiefen, bei Ihnen klassifizierten Tiefen, Bildungszeit der klassischen Einwanderung, eine echte Welle von Skandinavern in HSG. Ein Großteil dieser Skandinaver führen heute etwa 10% des Schweizer Bruttosozialproduktes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Einige sitzen auch hier im Raum. Und das ist so, dass dieser Austausch war sehr wichtig. Das ist in der Bildungslandschaft heute noch etwas, wenn man in der Welt kommt. In meiner Altersklasse ist HSG noch ein sehr großer Name. Ja. Heute sind das andere Institute, die noch dazugekommen sind. Ich denke, die Pluralität und die Weltsicht ist für mich etwas, das wichtig ist, das durch die Bildung und die Immigration generell kommt und auch, glaube ich, sehr wichtig ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen uns mit den Besten messen. Und sich mit den Besten messen heißt auch, dass Sie, Professor Wüttl, die müssen auch da bestehen gegenüber anderen, oder? Und das ist ja da, was ich im globalen Wettbewerb außerordentlich schätze, dass das stattfindet. Ich habe unsere Studenten in unserem Think Tank heute gefragt und sie hat mir gesagt, ja, weitaus der größte Teil meiner Professoren und Dozenten sind natürlich nicht Schweizer. Also das ist ein Fakt und das kennen wir alle. Sie haben es auch schön beschrieben bei den Ärzten. Ernst Fehr hat vorher einen Satz angefangen, wo viel Bildung ist und so weiter. Und ich möchte einfach noch mal in Erinnerung rufen, wir sind hier, um Bildung zu vermitteln, nicht zu verwalten. Und ein großes Problem der Immigration in unserem Lande und auch im Ausbildungssektor ist die steigende Bürokratisierung. Und da liegen wir, das müssen wir später vielleicht noch ein bisschen ansprechen, weil es ist nicht nur die Qualität, von der wir so gerne sprechen, wir müssen auch die schwierigen Themen der Quantität ansprechen. Okay. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema hier. Aber grosso modo, muss ich sagen, haben wir heute ein sehr gut funktionierendes Immigrationssystem. Das steht zur Diskussion in vielen Hinsichten. Das steht aber nicht zur Diskussion wegen der Industrie als solches, sondern wegen dem, dass die Industrie nicht die Leute kriegt, weil viele Leute in der Administration gehen. Oder? Es sind 1 Million Leute in der Industrie, wir sind 3,5 Millionen in dem Dienstleistungssektor. Zu Qualität und nicht nur Quantität kommen wir später, ja. Ich verspreche es. Gerhard Pfister, aus Sicht der Politik, Sie haben gesagt, in Bern, dieses Thema ist nur von ein paar Parteien wirklich, also nutzt das zum Mobilisieren. Aber es ist nicht, dass die anderen Parteien es vollkommen vernachlässigen. Man versteht, ich glaube, wie wichtig ausländische Fachkräfte sind. Man muss nicht bei Novartis oder bei ABB oder was weiß ich arbeiten. Man kann auch in einem kleineren Unternehmen, ein Burkhardt oder was weiß ich, arbeiten, um zu wissen, wie man einigermaßen Ausländer braucht. Können Sie etwas mehr, vielleicht tiefer über die Politik was sagen? Und warum ist es, dass es tatsächlich eine Partei so viel damit macht, dass die anderen Parteien vielleicht nicht mehr kämpfen oder glauben, dass sie mehr kämpfen sollen? Ist es zu vereinfacht? Weil das Thema politisch heikel ist, weil es auch eine gewisse Tabuisierung mit sich gebracht hat oder immer noch mit sich bringt. Das bricht auf. Ich glaube, die Fehler haben sich summiert in einem Entscheid, zum Beispiel wie vor einem Jahr. Das war zum Beispiel für mich persönlich, ich hätte das nie gedacht, dass das in der Schweiz eine Mehrheit findet. Ich hätte es einfach nie gedacht. Und da habe ich mir dann auch gesagt, ja, in welchen Kreisen verkehre ich denn? Offensichtlich verkehre ich dann halt in Kreisen, wo diese Themen eben ganz anders gesehen werden. Und das führt mich dazu, warum ist das ein schwieriges Thema? Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt auf eine sehr kultivierte Art und Weise über die Notwendigkeit von ausländischem Humankapital für die Schweizer Wirtschaft sprechen, das ist das Thema von heute, dann sind hier drin 250 einigermaßen gebildete und vermutlich auch anständige und kultivierte Menschen, die in ihrer Entscheidfindung, soll man jetzt die Ausländerzahl begrenzen oder nicht, relativ rational gesteuert sind.
Wir leben in einer direkten Demokratie, wir leben nicht in einem luftleeren Raum. Das ist zum Beispiel etwas, was man den ausländischen Unternehmen stärker beibringen muss. Mhm. Was sie hier in der Wirtschaft tun, ist weitaus folgenreicher, als wenn sie das Gleiche in Deutschland tun. Weil hier bekommen sie es irgendwann einmal mit politischen Entscheidungen zu tun, die ihr Tun dann eben auch beeinflussen. Stichwort Minder, Stichwort Raumplanung, Zweitwohnungsinitiative, Stichwort Masseneinwanderungsinitiative. Und deshalb, glaube ich, müssen wir in der Politik viel mehr kommunizieren, was der Wert der Ausländerinnen und der Ausländer ist. Wir müssen aber auch, weil das immer zusammen verschoben wird, das, was sich jetzt wieder an Katastrophen am Mittelmeer ereignet, spielt in der direkten Demokratie auch bei diesem Thema eine Rolle. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer, vermutlich aller Menschen, differenziert nicht haargenau, handelt es sich bei einem Ausländer um einen Asylanten aus Afrika oder um einen Topmanager aus den USA. Und das sind Ausländer. Und deshalb, finde ich, muss man das politischerseits immer etwas mit bedenken. Sie haben gefragt, wie prägt die Immigration die Bildungslandschaft Schweiz? Da muss man einfach daran erinnern, sie prägt uns so, dass uns das schon gar nicht mehr auffällt. Die Schweiz ist das Land mit dem höchsten Ausländeranteil außer Luxemburg in Europa. Das muss man den Deutschen zum Beispiel immer auch wieder sagen. Die Schweiz ist ein saturiertes Land, die langsam vergisst, was die Ursachen ihres Wohlstandes ist und deshalb sehr stark mit Verlustängsten operiert. Und die Schweiz hat den Vorteil der Kleinräubigkeit. Wenn Sie internationale Unternehmen fragen, warum kommen Sie nach Zug, dann ist die erste Antwort, das Wichtigste, nicht die tiefen Steuern, sondern das Wichtigste ist etwas, was für die ganze Schweiz gilt, die Verfügbarkeit von hochqualifizierten menschlichen Mitarbeitern. Menschenkapital ist ein etwas komisches Wort. Oder? Aber das ist es. Und diese Verfügbarkeit hat etwas natürlich mit dieser hohen Ausländerquote zu tun. Andererseits müssen wir auch darüber nachdenken, dass wir Fehlanreize im System haben. Der Numerus Clausus ist ein Fehlanreiz in der Medizin. Es kann nicht sein, dass wir jugendliche Schweizerinnen und Schweizer, die motiviert und fähig sind, Ärzte zu werden, davon abhalten, um dann bestens ausgebildet auf Kosten anderer Länder dann diese gleichen Ärzte wieder zu importieren. Das ist einfach nicht sinnvoll. Wir haben natürlich viele ausländische Professoren, gerade in meinem Fach, das war ein Germanistik, das sogenannte Orchideenfach, aber da finden Sie heute keine Schweizer mehr. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Schweizer Universitätslandschaft dem Mittelbau keine guten Perspektiven liefert. Also es gibt immer weniger Schweizerinnen und Schweizer, die Professoren werden wollen oder sich dann eben gegenüber anderen, die wesentlich mehr Zeit für Forschung und Publikation haben, dann durchsetzen können. Wir haben Fehlanreize und wir müssen über diese Fehlanreize diskutieren. Letzter Punkt. Wir müssen aber auch den Ausländern, die hierher kommen, die Schweiz ist eine perfekte Dienstleistungsplattform. Sie können von hier tolles Business machen. Sie können von hier Geschäfte machen, Sie können Ausländer, Sie können die Besten reinholen, Sie können mit den Besten, wir sind bestens vernetzt, wir haben gute Anbindungen, perfekte Infrastruktur, schöne Landschaften, ist eine wunderbare Dienstleistungsplattform. Aber wir Schweizerinnen und Schweizer vergessen manchmal, dass wir da, dass wir nicht allzu servil sein sollten. Wir sollten nicht diese Dienstleistungsmentalität gegenüber allen Ausländerinnen und Ausländern weiterpflegen, sondern wir sollten ausländischen Unternehmen zum Beispiel auch unser System erklären und von ihnen verlangen, dass sie unser System auch sich darin integrieren, was die Lehre anbelangt, die Berufslehre zum Beispiel, was aber auch ganz selbstverständliche Werte anbelangt. Im Buch von Herrn Strahm können Sie nachlesen, dass eine erschreckende Mehrheit der Ausländer in der Schweiz die Berufslehre für einen Karrierenachteil hält. 61%. Während nur ungefähr 14% der Schweizer oder 25% der Schweizer dieser Meinung sind. Da gilt es anzusetzen. Wir müssen schauen, dass die Ausländerinnen und Ausländer hier auch unsere Werte mit übernehmen. Und wir müssen
Wir müssen etwas von dieser servilen Dienstleistungsplattform-Mentalität Schweiz wegkommen. Den Punkt haben wir jetzt vom Herrn Strahm aufgenommen. Ich sitze im Board von Greater Zurich Area. Und wenn wir Firmen ansiedeln, dann werden denen gesagt, Lehrlinge anstellen, wie viele normale Jobs macht ihr, wie viele Ausländer holt ihr rein, um genau denen klarzumachen, dass das ein Messkriterium ist, wenn man überhaupt attraktiv sein will, für uns sie reinzuholen. Also danke, wir haben das beim ersten Panel nicht erwähnt, aber ich komme aus einem Land, wo bis neulich irgendwie diese Berufsausbildung immer als Second-Class-Citizens, das ist jetzt also neu gesehen worden. Man versucht jetzt die ganze Apprenticeships aufzuwerten, aber das, was Sie gesagt haben und diese Kommunikationsbedürftigkeit, das finde ich sehr interessant. Jetzt, ich bleibe bei Ihnen kurz. Zwar, Sie haben mehreren Themen erwähnt, wie wir versuchen werden, in den nächsten Minuten zu vertiefen, insoweit dass die Zeit uns reicht. Falsche Anreize besonders und was man mit inländischem Humankapital besser machen könnte. Aber nur eine kurze, und versuchen Sie kurz zu beantworten. Wenn tatsächlich, wir wissen nicht, wie lange dieser ganze Prozess in Bern dauern wird, bis man eine akzeptable Lösung findet an der Masseneinwanderungsinitiative, ob man überhaupt eine Lösung finden kann, eher fraglich. Aber wenn es so einen Stopp käme, was würde es dann für die Bildungslandschaft bedeuten? Was es für die Bildungslandschaft bedeuten würde, wüsste ich jetzt nicht so konkret, weil das ist jetzt vielleicht etwas ganz kurz und ich bleibe jetzt wirklich kürzer. Da habe ich die Antwort wirklich nicht. Ich glaube, für die Bildungslandschaft würde es nicht zuerst etwas bedeuten. Es würde etwas für den Gesundheitsbereich bedeuten, massiver, und dann natürlich für die Branchen, die Herr Vogt vorher erwähnt hatte. Also ich glaube aber auf der anderen Seite, dass wenn heute darüber abgestimmt würde, nicht weil die Leute klüger sind, weil das Jahr vor einem Jahr ist noch aus einer Situation geschehen, wo wirtschaftliche Problemstellungen nicht so wichtig empfunden wurden. Und ich glaube, heute in diesen Zeiten ist die Wichtigkeit einer gut funktionierenden Wirtschaft, zu der bei uns 25% Ausländer gehören, ist unbestrittener, als sie vielleicht vor einem Jahr noch war. Vor einem Jahr war das häufigste Wort Dichtestress. Dichtestress ist eine Wohlstandsmüdigkeitserscheinung. Ja. Danke. Gleiche Frage an Sie, Herr Leimgrube. Aber nochmals, Bildungslandschaft. Klar, die Industrie, die Wirtschaft haben andere Bedürfnisse. Vielleicht würde man das schnell bemerken da. Aber im reinen Bildungsbereich, wenn es morgen oder in 2017 zu einem Stopp käme, wie wichtig wäre es? Man würde es eher langsam spüren, oder es gibt genug Kandidaten für alle Art Posten aus anderen Ecken, wo es okay wäre. In der Schweiz haben Sie selbst gesagt, es gibt nicht genug Talent, oder in gewissen Bereichen. Ich glaube, die Folgen wären drastischer, als sich das die Schweizer im Moment vorstellen. Zumindest im Hochschulbereich und im Forschungsbereich. Moderne Forschung kann eigentlich nicht mehr laufen, wenn sie nicht globalisiert ist. Das betrifft nicht nur diejenigen, die ins Land kommen, das betrifft auch die Schweizer und die hier die Ausbildung gemacht haben, die weggehen. Dieser dauernde Austausch hat sich in einer Generation vervielfacht. Als ich studiert habe, gab es noch Professoren, die haben an der gleichen Uni studiert, waren dann Assistenten und dann Professoren. Das ist heute absolut undenkbar. Ohne Vernetzung in einer globalen Perspektive werden wir keine Forschung mehr haben. Ganz einfach. Schauen Sie sich die Zahlen an. Praktisch alle Unis haben eine Professorenzahl ungefähr 50 plus, das mehr als 50%, die aus dem Ausland kommen. Die beiden ETHs liegt es zwischen 60% und 70%. Sie könnten die Spitäler und ihre Forschungsabteilungen gleich schließen. Sie hätten die Leute nicht mehr. Es wäre völlig undenkbar. Und dann kommt eben dazu, dass die guten Leute, die hier sind, auch gehen würden, weil denen fehlt dann der Austausch, der Kontakt mit der Welt. Und dann hätten wir vielleicht noch die dritte und vierte Garnitur, die sonst nirgendwo unterkommt, die dann vielleicht sagen würde, ja, es gibt etwas höheren Lohn in der Schweiz, also gehe ich dahin. Wollen wir das? Auf der anderen Seite gibt es auf den anderen Bildungsebenen ein interessantes Phänomen. Ich habe gesagt, in den Universitäten haben wir ungefähr 50% ausländische Professoren. In Fachhochschulen ist es etwas weniger, da sind es so 30, 35. Dort, was praktisch keine gibt, das sind die pädagogischen Hochschulen. Wir haben da einen Ausländeranteil von knapp 7%. Und da haben wir ein anderes Problem. Also quasi die heutige Welt mit einem Ausländeranteil von 25
In den Städten 30-40% wird in der Pädagogik, in der pädagogischen Ausbildung und in der Art der Lehrer und Lehrerinnen, die wir haben, nicht reflektiert. Wir haben viel zu wenig Sekondos und Sekondas, die Lehrer werden. Wir haben viel zu wenig Leute, die die Probleme der Migration kennen. Wir haben, da hätten wir einen enormen Bedarf sozusagen aufzuholen, mehr Leute ins System reinzubringen, um mit diesen ganz spezifischen Fragen, die da auch aus Migrationssituationen sich ergeben, sich auseinandersetzen zu können. Okay, danke. Ulf, dazu kurz oder ich springe zum nächsten Frage. Weil nein, ich bin großem oder ganz einig mit Ihnen. Ich denke, das wird das Niveau von den Professoren, die zum Beispiel hier anwesend sind, wenn man die ersetzen muss, die findet man dann schlechter, weil das sind Visa-Leute, oder? Das sind nicht Leute, die einfach übers EU reinkommen. Ich denke, auf den tieferen Stufen, wie Sie sagen, werden wir es nicht so schnell merken. Da werden die Leute schon ein bisschen Austausch finden. Aber die Qualität, und wenn man sich bedenkt, das Unispital, die Forschungsabteilung ist etwa gleich groß oder die gleiche Größenordnung wie Harvard Medical School. Also das ist dann schon ein Schwergewicht, oder? Wenn man da plötzlich die nicht füttern kann mit Qualität. Also da gibt es schon Themen, die kommen. Herr Pfister, ich spreche jetzt über die Anreize und vielleicht die Fehler der Vergangenheit oder die Entscheidungen der Vergangenheit. Und ich stelle die Frage an Sie, sowohl als Politiker als auch an jemand, die Erfahrung mit Lernen zu tun hat und auch immer im Bildungsbereich aktiv ist. Wenn man nach Brüssel reist, gibt es ständig, seit Jahren immer, ach die Schweiz, die sind eine Art Freerider, Rosinenpickerei, das ist dieses Ausdruck, was die Schweizer Diplomaten hassen, dass die Schweiz von ihren Nachbarn immer profitiert hat und nie genug zurückgegeben hat. Man könnte das Gleiche in diesem Bereich sagen, man hat eine sehr große nördliche Nachbar, eine ähnlich große östliche Nachbar. Die haben auch beide ausgezeichnete Systeme und man hat von beiden profitiert. Es macht auch Sinn, wenn ich x 100.000 Franken für eine Arztausbildung als Staat zahlen muss. Es ist natürlich viel sinnvoller, einen guten deutschen Arzt zu importieren, der gerne hierher kommt, weil er weniger arbeiten muss und ja, vernünftigere Arbeitszeiten hat und. Das ist das Modell. Vollkommen vernünftig, aber ob es nachhaltig ist, ist die Frage. Meine Frage an Sie, stimmt das einigermaßen? Hat man in der Tat falsche Entscheidungen, falsche, logische, aber vielleicht im Nachhinein falsche Entscheidungen getroffen? Und wie kann man mit den Schweizern Humankapital besser machen? Ich beginne dort, wo Herr Leimgruber aufgehört hat, bei den Sekondos und der Tatsache, dass wir dort in der Ausbildung und auch in den Lehrmodellen das Potenzial zu wenig überhaupt sehen und fördern. Die Antwort darauf aus meiner Sicht jetzt sehr, sehr pauschal ist, wir müssen über neue Lernformen und über individualisierte, über potenzialorientierte Lehrformen und Bildungssysteme nachdenken. Weil im Prinzip ist ein Sekondo nichts anderes als jemand mit einer besonderen Fähigkeit und einem besonderen Förderbedarf. Und da müssen wir sehr viel weiterkommen. Und zwar wegkommen von diesem Fördermentalität, dass Förderung nur dann passieren soll, wenn jemand Schwächen hat. Also, sondern man muss es eben auch genau umdrehen, das Potenzial besser fördern. Und dort bei den Sekondos liegt sehr viel Potenzial. Rosinenpickerei, das ist ein politisches Standardargument, das jeder zückt, wenn es ihm passt. Also, Die Italiener sind zum Beispiel migrationspolitische Rosinenpicker, indem sie alle Asylbewerber weiter nach Norden schicken und das dann dort im Norden lassen. Also jedes europäische Land versucht in Brüssel die Rosinen zu picken, die für sein Land wichtig sind. Und da ist die Schweiz aus meiner Sicht noch eine löbliche Ausnahme. Warum kommen die Leute zu uns? Wir machen aber auch, das muss man einfach sehen, wir machen gewisse Dinge halt auch besser als das naheliegende Umland. Sorry. Es ist die einzige außeramerikanische Universität, die unter den Weltbesten ist, ist in der Schweiz. In der Schweiz, wenn Sie studieren, haben Sie eine 70-prozentige Chance, dass Sie an einer der Hochschulen studieren können, die im sogenannten Shanghai-Ranking der 200 besten Universitäten der Welt da sind.
Das ist nun einmal einfach sehr, sehr gut. Und daran haben die Ausländer einen großen Anteil. Aber das ist nun einmal, also von daher sind sie einfach, wir können ja nicht den Sack über uns selber stülpen, nur weil wir zu attraktiv sind. Also das ist das eine. Das andere, aber man muss schon sehen, insbesondere beim Medizinstudium, da halte ich es schon für falsch, dass wir dort das Potenzial der Inländer nicht ausschöpfen wollen, aus Kostengründen. Und das halte ich für einen dieser Fehlanreize, Fehlsteuerungen, die es im Bildungssystem immer noch gibt. Ich bin im Gegensatz vielleicht etwas zu den Vorrednern, ich bin da schon der Meinung, wir sollten bei der liberalen Haltung unseres Staates bleiben, dass jeder das studieren soll, wozu er sich fähig fühlt und wo er glaubt, dass er ein sinnerfülltes Leben hat. Sondern wir müssen andere Anreize schaffen, damit die MINT-Fächer und die MINT-Studien endlich attraktiv erscheinen und potenzielle Karrieremodelle werden. Aber ich glaube, die Rosinenpickerei, Die kann man gut kontern, das ist nicht das Problem. Aber es gibt in unserem eigenen System mangelnde Anreize oder falsche Anreize, die das inländische Potenzial bei den Secondos und bei den Frauen, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, zu wenig ausschauen. Hoffentlich kommen die noch. Herr Leimgruber, ich lasse Rosinenpickerei beiseite. Ich habe es erwähnt, ich wollte es einmal lancieren. Ich bin froh, dass ich das lanciert habe. Aber bleiben wir bei Versäumnisse der Vergangenheit oder falsche Anreize, wie man es ausdrücken will. Was kann man machen? Also im Übrigen, ich habe ganz gern Rosinen, wie die meisten von uns wahrscheinlich auch. Das letzte Stichwort waren die Frauen. Ich denke, das ist ein Potenzial, das wir wirklich zu wenig ausschöpfen. Wir haben 50.000 Frauen mit Hochschulabschluss, die nicht berufstätig sind. Das ist eine Zahl, die uns wirklich zu denken geben sollte. Wir haben es heute von Herrn Vogt gehört, viele Frauen in der Arbeitswelt drin, aber zu einem sehr tiefen Prozentsatz und häufig in Berufen, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Und nicht zuletzt wegen der Steuergesetzgebung. Ich meine, seit ich mich für dieses Thema interessiere, und das sind 35 Jahre, so lange bin ich nämlich mit meiner Frau zusammen, warten wir darauf, dass irgendmal etwas geht in der Steuergesetzgebung, die einfach Doppelverdienende benachteiligt. In 35 Jahren haben wir unendlich viele Steuerreformen erlebt, aller Art. Auf dieser Ebene ist nichts, aber rein gar nichts passiert. Und die Leute sind nicht dumm, die machen ihre Rechnung. Wenn ich 20% mehr arbeite, zahle ich so und so viel mehr Steuern, die Krippentarife gehen hoch, es lohnt sich nicht, also bleibe ich zu Hause. Das ist ein wesentlicher Bereich. Im Ausbildungsbereich machen wir einiges falsch. Wir schwärmen immer von unserem Bildungssystem, aber es gibt ein paar Punkte, die mir problematisch erscheinen. Und das hat viel auch mit Migration und mit Ausländern zu tun. Und das fängt an bei der Früherziehung, die wir heute schon mal diskutiert haben. Da ist sich die Wissenschaft für einmal nämlich relativ einig. Nehmen wir das Beispiel der Sprache. Es ist ziemlich klar, dass eine gute Beherrschung der Erstsprache wichtig ist für die Beherrschung der weiteren Sprachen. Was bieten wir den Migranten in der Erstsprache an? Nichts. Das ist deren Sache, ob sie ihre Muttersprache gut können oder nicht. Die Erfahrung zeigt aber auch und die Forschung, damit das fruchtbar wird für die zweite Sprache, also zum Beispiel Deutsch, muss die Erstsprache auf einem bestimmten Niveau sein. Also müssten wir alles daran legen, dass sie zuerst mal ihre Muttersprache richtig lernen. Dafür hätten wir ganz viele Möglichkeiten, irgendwo zwischen 3 und 6 eben in der Schule. Wir haben auch diese Angebote, viele Migranten, viele Länder, Italien, Portugal und so weiter, die Tamilen organisieren das selber, bieten solchen Unterricht an. Es wäre das Einfachste, das in die Regelstrukturen der Schule zu integrieren. Die gehen jetzt am Samstag irgendwo hin, wo niemand kontrolliert, was die da unterrichten. Da wird ein bisschen Sprache, Geschichte und Kultur unterrichtet. Das wäre eigentlich genau das, was wir brauchen, um den Migranten mal die Erstsprache kontrolliert beizubringen. Wir könnten dann nämlich auch schauen, wer unterrichtet da, was wird genau unterrichtet, wie wird unterrichtet. Da geschieht nämlich auch ziemlich viel Absurdes. Wir sehen, dass daraus dann in der Regel, wenn die Erstsprache gut beherrscht wird, die zweite Sprache deutlich einfacher gelernt wird. Das machen wir schon mal falsch. Und wenn wir nachher weiterschauen, was wir momentan mit dem Fremdsprachenunterricht anfangen in diesem Land, dann ist das, wenn man die wissenschaftlichen Studien anschaut, schon ziemlich schräg.
Denn was wir wissen, das bisschen, das wir wissen über Fremdsprachenerwerb, ist, dass es ziemlich intensiv passieren muss. Am besten in Immersionssystemen oder sogenannten Transitionssystemen und nicht mit 2, 3, 4 Lektionen pro Woche. Wir machen früh Englisch und früh Französisch und was weiß ich, auf einem zeitlichen Level, der eigentlich absolut nichts bringt. Und dann kommen die ganzen Migranten, die schon mit der Erstsprache Mühe haben, dann deshalb nicht richtig Deutsch können und sollen dann noch 2 weitere Fremdsprachen lernen. Eigentlich, wenn man alle wissenschaftlichen Studien anschaut, dann weiß man, das kann so nicht funktionieren. Wir würden uns gescheiter zuerst mal konzentrieren auf die Erst- und dann die erste Landessprache und dann könnten wir weiterschauen, aber mit einem Unterrichtsmodell, das den Lernerfahrungen der Jugendlichen angemessen ist und das ist eben Intensivunterricht oder Immersionsunterricht. Dann kommt die frühe Selektion. Wir gehen spät in die Schule, aber wir selektieren sehr früh, so mit 11, 12 an den meisten Orten. Das Spannende ist, dass das zeigen die PISA-Studien in der Schweiz, die sozialen Unterschiede, die Bildungsunterschiede, wenn die Schüler kommen mit 7 in die erste Klasse, sehr groß sind. Größer zum Teil als in anderen europäischen Ländern. Und durch die frühe Selektion ist es unmöglich, in dieser Zeit die Bildungsnachteile aufzuholen. Deshalb fallen dann eben die Secondas, die Migrantenkinder, fallen zum großen Teil raus und es fallen primär die Knaben raus, weil die sind in dem Alter, wie wir gehört haben vorhin, etwas schwieriger, etwas resistenter und die kommen auch nicht zurück. Das schöne Beispiel von Herrn Strahm, dass die Jugos dann an die Fachhochschule kommen. Ich warte immer noch auf Sie an der Fachhochschule und der Uni, die sind immer noch nicht da. Warum kommen Sie nicht zurück? Erstens mal ist es eine extrem emotional verletzende Zurückweisung, mit 11 rausgeworfen zu werden. Denn die Eltern wollen, dass sie gehen. Die sind zum Teil durchaus bildungsbewusst. Die probieren, die gehen an die Gymnasiumsaufnahmeprüfung und schaffen es nicht. Die kommen nie mehr. Die sagen, die wollen mich jetzt nicht, also komm ich auch nicht. Die kümmern sich später nicht mehr um Bildung. Und sie müssen es auch nicht, weil da haben wir das Berufssystem, da werden sie aufgenommen. Das ist durchaus ein Vorteil. Die landen nicht wie in Frankreich oder in anderen Ländern auf der Straße und haben nichts. Sie haben etwas, sie haben eine solide Ausbildung. Aber uns fehlt genau die Gruppe, wo wir einen großen Bedarf haben, nämlich die eher mathematisch Begabten, diejenigen, die mit der Sprache ein bisschen kämpfen und eher die Männer, die vielleicht eher gerne an einem Motor herumschrauben und Technik basteln. Da hätten wir einen ziemlichen Bedarf, dieses Potenzial besser zu nutzen. Okay, danke für diese sehr interessante, pragmatische Vorschläge, besonders das mit der Erstsprache, wusste ich mindestens nicht. Wir werden genug Zeit für Fragen und Antworten haben, aber ich werde langsam mit unserer Runde hier abschließen. Ulf Berg, ich weiß, dass Sie noch was hinzufügen wollten, und zwar eine wichtige für Sie Unterschied zwischen dieser Quantität und Qualität. Wollen Sie jetzt dazu was sagen, bevor ich mit der Frage anfange? Ich würde aber gerne dem Herrn Leibgruber kurz sagen, ich bin mit Ihnen einig mit den Frauen, dass wir da ein riesiges Potenzial haben. Wenn alle Frauen in der Schweiz so viel Arbeit beteiligen würden wie die Männer, also Teilzeit aufschrauben würden, dann bräuchten wir keine Ausländer. Das ist das schlummernde Potenzial. Das ist natürlich eine naive Bezeichnung, aber das ist doch das Potenzial mal angemessen. Zu Ihrer Sache, dass man da alles Mögliche vom Staat aus machen muss mit Steuern. Wissen Sie, wir haben tiefe Steuern hier in Dänemark, ich bin ja Däne, sind die Steuern noch einiges höher und da arbeiten die Frauen einiges mehr als hier. Also da würde ich jetzt mal, passen Sie auf mit all Ihren Staatsvorschlägen, wo Sie da gerne mehr Kosten vom Staat aus aufbauen wollen. Jetzt komme ich zu dem... Ja, das sagt jeder Zentralist, sagt abbauen und am Ende wird es aufbauen. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen, das ist vielleicht viele Zahlen auf einmal, aber das Immigrationsthema kommt da in einem anderen Licht. Wir haben in den letzten 20 Jahren in den produzierenden Betrieben und in der Landwirtschaft 100.000 Jobs abgebaut durch Produktivitätssteigerung, denn wir haben in der Zeit das Bruttosozialprodukt und den Export gesteigert. Gleichzeitig haben wir 800.000 Leute importiert in den 20 Jahren und wir haben 200.000 neu geboren. Die sind alle, die dort frei wurden oder importiert wurden, im dritten Sektor gegangen und weit über 50% in der Administration. Wenn Sie in den Jahren zurückgehen, dann war das früher so, da waren wir 80% in der Landwirtschaft und in der Industrie und wurden immer besser. Und die frei wurden, konnten wir in die Administratoren tun
Und dann hat es gerade gereicht, da musste man nicht so viel importieren. Heute, wir sind bei 18% der Angestellten in der Schweiz sind in der Industrie. Wir können auch, wenn wir auf die Hälfte uns verschmälern, gar nicht mehr den hungrigen Wolf von der Administration mehr füttern. Und das Migrationsthema ist nicht ein Thema, ob wir einen hervorragenden Professor Leimgruber Nummer 2 finden oder Fair oder wie Sie. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist die Menge, die in der Administration reingeht. Und dabei ist die Bildung die beste von den Kategorien. Die Bildung hat, wir wachsen ja 0,7% Menschen im Land pro Jahr. Die Bildung wächst in Anzahl Leuten nur 1,6% pro Jahr. Die öffentliche Verwaltung 2,7% pro Jahr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das über die Jahre bedeutet, oder? Wenn man dann weiß, dass wir in der Industrie etwa 2% Teuerung über 3 Jahre haben und in der öffentlichen Hand höheren Durchschnittslöhnen haben und auch noch mehr Teuerung immer mitgeben, dann müssen wir hier aufpassen. Da liegt das Thema der Immigration. So. Danke, Ulf Berg. Ich wusste, dass Sie mit Gesprächsstoff unsere Runde zu Ende bringen würden. Und wir werden sehen bei den Fragen und Antworten, ob das Thema auch so ein Zündstoff liefern wird wie die anderen. Fangen wir jetzt mit Fragen und Antworten an. Wenn Sie Fragen und Antworten haben, wie immer, bitte sagen Sie uns, wer Sie sind. Aber ich habe eine Bitte, weil ich sehe, dass noch ein paar Mitglieder unserer ersten Panel hier sind. Sie müssen sich nicht äußern, aber es interessiert mich zu wissen, ob Herr Stramm, Sie oder Monika Büttel etwas dazu sagen wollen, von was Sie gerade gehört haben. Herr Stramm, Sie sind mehrmals erwähnt worden. Eher positiv, glaube ich. Aber ja. Wie immer. Nur. Sie müssen sich nicht äußern. Da gibt es ein Mikro. Aber ich bin neugierig zu wissen, ob Sie dazu was sagen wollen. Ja, Herr Pfister und ich, wir sind zwar weit auseinander bezüglich der Partei, aber in Bezug der Berufsbildung ticken wir ähnlich. Die Frage der Bildungsfrage ist übrigens nicht eine parteipolitische Frage, sondern eher eine Frage der Bildungselite, allenfalls auch des Röstigrabens. In der Westschweiz würde das in der Westschweiz stattfinden, hätten wir viel weniger Zuspruch für die Berufsbildung. Das ist aber historisch bedingt. Nur vielleicht eine Präzision. Herr Leimgruber hat mich angesprochen wegen der Jugoslawen, der Balkanleute. Ich muss Ihnen sagen, und das ist, was Sie noch lernen müssen, ist, dass neben dem akademischen Bildungsweg und neben der Fachhochschule eben noch die höhere Berufsbildung ein Weg ist. Und dort finden Sie dann die Leute aus dem Balkan, die mit der Sprache Mühe haben, aber die zum Beispiel bei der Gebäudetechnik, wir müssen ja 3 Millionen Gebäude sanieren, oder? Und da braucht es jetzt Sensortechnik, Wärmepumpentechnik, Solartechnik, das sind die mittleren Kader. Die bringen noch heute wahrscheinlich keinen geraden deutschen Satz aufs Stängeli. Aber sie können fakturieren, sie können Offert stellen und sie können ein Team leiten und die Auslegung des Gebäudes berechnen. Oder, und dort haben sie die mittleren Kader, dort haben wir übrigens fast keinen Import, aber das sind, wie schon gesagt, die begehrtesten Leute. Vielleicht das zur Korrektur. Man müsste in der akademischen Welt mehr die Tertiär-B-Stufe zur Kenntnis nehmen, das wollte ich sagen. Gut, danke, aber Herr Stamm. Herr Berg hat sich da gemeldet, er soll auch etwas. Nein, ist okay, er hat ein Mikro. Geben Sie aber das Mikro an Monika Büttler, bitte. Wenn wir zurückkommen können, nochmals an Frau Büttler. Monika, ich kenne Ihre Fakultät nicht ganz so gut. Wie viele ausländische Fachkräfte gibt es da in den Economics Faculty in St. Gallen? Den Simon Evanet kenne ich, aber die anderen nicht. Wie wichtig sind die? Das ist eine ganz heikle Frage, weil da unterschieden wird in Halbausländer und Ganzausländer. Das hätte ich wissen sollen. Ich gehe da nicht okay. in die Details. Dann werde ich nicht verstehen. Aber wir haben Gebäudetechnik, wenn das schon angesprochen ist, natürlich sehr viele Sekundos. Ich habe eine ganz kleine Bemerkung zu der Erwerbsquote der Frauen. Das ist ja eigentlich eine meiner Themen. Es ist tatsächlich so, dass in der Schweiz die marginale Steuerquote für die Zweitverdiener höher ist als in Dänemark, weil eben die wegfallenden Subventionen der Kinderkrippen dazukommen. Es gibt über 100% oft
gerade für gut ausgebildete Frauen, wenn sie sich entscheiden, von 60% auf 80% zu erhöhen, dann geben sie nicht nur den zusätzlichen Dienst ab, sondern müssen sogar noch ins Kästli langen und den Rest noch bezahlen. Also das ist über 100%. Zweite Bemerkung zu den Secondos. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn man nach dem Staat ruft. Aber wir haben tatsächlich ein Problem, diese Secondos zu integrieren. Und ich denke auch, wenn ich jetzt für insbesondere Kanton Zürich ist da ganz besonders schlecht mit dieser frühen Selektion. Wir haben wirklich ein Problem mit dieser Selektion, nicht nur mit den Secondos übrigens, sondern auch mit den Schweizern, die nicht eine Mama und Papa haben, die mit den Kindern zu Hause eben den Schulstoff, den Außerschulstoff, der in der Prüfung verlangt wird, noch aufzuarbeiten. Und ich denke, wir haben eine ganz, ganz starke Segregation, nicht nur in Ausländer, Nicht-Ausländer, sondern eben in Leuten aus Kindern aus bildungsnahen Schichten und Kindern aus nicht ganz so bildungsnahen Schichten. Und wir sehen übrigens an der Hochschule sehr viele in der Zwischenzeit Frauen aus Jugoslawien, Ex-Jugoslawien, aber immer noch fast keine Männer. Okay, danke, Monika Büttler. Sie haben natürlich schon recht mit den Secondos, aber ich möchte schon, dass diese Themen quantifiziert werden, weil ich könnte auch anekdotisch zumindest X-Entrepreneure aus dem Secondo-Bereich, die viel hungriger sind als die jungen Schweizer, erwähnen, oder? Wenn ich die Spin-off-Quote der ETH anschaue, dann hat es tonnenweise Secondos drin. Deswegen möchte ich einfach, dass wir aufpassen, nicht einfach Geld reinschmeißen, bevor wir es quantifizieren. Okay. Ich will gar kein Geld. Aber es ist die weiter für die Kaffeepause oder kurz? Nein, ganz kurz. An den Zürcher Gymnasien, Zürich hat einen Ausländeranteil von fast 30%. An den Gymnasien ist der Ausländeranteil 10%. Und das schließt die Deutschen ein, also quasi die Halbausländer. Und die einzigen Fachrichtungen an den Gymnasien, wo der Ausländeranteil höher ist, ist dort, wo die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer sind. Da geht es fast auf 20% hoch. In den anderen ist es zum Teil deutlich unter 10%. Und natürlich machen die ihren Weg, aber wir bieten diesen Leuten nicht die gleichen Chancen wie den Einheimischen. Okay, danke, Monika Büttler. Jetzt Fragen, bitte. Eine ganz hinten, da sehe ich. Ja, nochmal, Askari. Leider, Sie haben meine Frage nicht beantwortet auf dem ersten Podium. Jetzt apropos die Ausländer, Schweizer. Ich bin im Irak geboren. Ich bin heute Schweizer. Ich bin auch stolz, dass ich bin Schweizer. Also damals, 1978, wo ich bin hier gekommen, bei Georg Fischer eingestiegen, wir haben über 80% Ausländer. Ich glaube, Schweiz ist führende im Bereich Integration von Ausländern. Jetzt meine Frage an Herrn Dr. Pfister wegen der politischen Reform, die man braucht im Bereich, was für eine Projekte, neue Projekte haben Sie, Innovationprojekte, wo Sie schauen an die Süden. Wir haben die Growth ist im Süden, nicht im Norden. Damals, ich habe einmal eine Begegnung mit Herrn Christoph Blocher gehabt und das war wegen dieser Immigranten oder dieser Leute, wo sie kommen von Tunesien. Doch es gibt Möglichkeit jetzt ein Programm für diese Länder spezifisch entwickeln. Es gibt solche politische Projekte. Gut, danke. Pardon, ich habe Ihren ersten Frage nicht als Frage verstanden, tut mir leid, aber eher als Statement. Aber jetzt, das ist eine Frage. Herr Pfister, kurz dazu. Ich glaube, ich teile Ihre Vorbemerkung und wir müssen, bevor wir dann wieder sagen, was tun wir, müssen wir immer schon auch, nicht selbstgerecht, aber müssen wir doch sagen können, was wir eigentlich schon machen. Und ich stelle fest, die Schweiz hat es immer wieder geschafft, eine sehr hohe Anzahl von Ausländerinnen und Ausländern aus allen Schichten mit ganz verschiedenen Herkünften hervorragend zu integrieren. Das ist eine Riesenleistung, muss man dann immer auch noch sagen, Politik macht da nicht alles falsch, aber es ist vor allem auch eine Riesenleistung der Bevölkerung. Und diese Aufnahmekapazität, also jedes Mal, wenn ich
Herr Gattiker, der Staatssekretär vom Bundesamt für Migration, der hat mir so eine kleine Tabelle mitgegeben, die er jetzt bei seinen Besuchen in Brüssel immer wieder zückt. Und dort hat er immer den Ausländeranteil aller europäischen Länder vor sich. Und bevor er überhaupt so argumentieren kann, legt er das einmal auf den Tisch. Und dann staunen die Deutschen und die würden sagen, bei Ihnen geht der Topf hoch, wenn Sie 25% Ausländer haben. Bei uns nicht. In Frankreich haben Sie Ghettobildung. Also ich finde, bevor man dann immer einmal sagt, was wir tun müssen, müssen wir sagen, was machen wir eigentlich richtig. Und jetzt zu Ihrer Frage. Ich muss gestehen, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Vielleicht können wir das in der Kaffeepause noch erörtern. Aber ich glaube, wir müssen doch aber auch in der Schweiz darüber reden, dass es irgendwo ein quantitatives Problem ist. Wir müssen anerkennen, dass wir die höchste Asylbewerberquote pro Kopf haben in der Schweiz. Und bevor wir jetzt sagen, es müssen noch mehr rein, müssten wir eher über intelligentere Systeme darüber diskutieren, wie sie in ganz Europa verteilt werden. Letzter Punkt. Bei den anerkannten Flüchtlingen liegt ebenfalls ein enormes Potenzial brach. Die anerkannten Flüchtlinge sind erwerbstätig nur zu etwa 25%. Die anderen 75% anerkannte, lebenslang mit einem Aufenthaltsstatus in der Schweiz versehene Personen arbeiten nicht. Und ich würde doch auch zu behaupten wagen, auch unter diesen Leuten gibt es sehr, sehr viele intelligente Leute. Es gibt dort Professoren, die aus Gründen der Politik in unser Land gekommen sind. Warum holen wir dieses Brain nicht sehr viel stärker ab? Also ich glaube, da wäre auch noch ein Teil des Potenzials. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir dann so weit sind, dass wir keine Ausländer mehr brauchen. Aber wir müssen intelligenter mit den Leuten arbeiten, die hier sind. Und da haben wir doch noch Dinge, die wir besser tun könnten. Immer unter der Voraussetzung und immer unter der ersten These, wir machen nicht so wahnsinnig viel schlecht. Danke, Herr Fester. Ich werde es mir erlauben, kurz in so Kaffeepause einzugreifen. Da sehe ich ganz hinten. Nehmen wir noch ein oder zwei Fragen dann. Ja, Marco Zahner, es ist mir ein Anliegen, noch auf die Masseneinwanderungsinitiative zu sprechen zu kommen. Leider ist, glaube ich, diese Initiative von Ihnen nicht richtig verstanden worden. Es geht darum nicht um ein Verbot der Einwanderung, sondern es geht nur darum, dass man einen einzigen bilateralen Vertrag mit der EU neu aushandelt. Und in diesem bilateralen Vertrag mit der EU steht ganz klar, dass wenn dem einen Vertragspartner die Last aus diesem Vertrag zu groß wird, dass er dann verlangen kann, diesen Vertrag neu auszuhandeln. Und es geht hier wirklich nur darum, dass man mit der EU spricht und der EU klarmacht, was Herr Pfister gesagt hat, der EU klarmacht, dass die Schweiz das größte Einwanderungsland ist nach Europa, dass wir mehr als 27% Ausländer haben. Und die EU soll das endlich mal zur Kenntnis nehmen. Und ich finde es sowieso schlecht. Und ich finde es sowieso schlecht, wenn man nur den freien Personenverkehr nur auf die EU anwenden will. Das soll weltweit gelten. Aber das ist ein Recht, das man nur der EU einräumt. Und darüber müssen wir doch neu sprechen können mit der EU. Vielen Dank. Ich hätte mich als Moderator gerne zu dieser Frage etwas gesagt, aber ich bin hier nur der Moderator und es ist nicht mein Job. Aber vielleicht eine kleine Bemerkung. Ich erinnere mich, seit meiner Ankunft in der Schweiz hat man immer über diese hohe Ausländerquote in der Schweiz gesprochen. Zuerst war das bei 20, dann ist es leicht gestiegen. Jetzt sind wir, ich glaube, national bei 23, etwas. Aber es ist nur später, wenn man nachhakt, dass man die Frage stellt, aber klar, es gibt diese hohe Ausländerquote. Aber im Vergleich mit anderen Ländern, in England kann man schon, wenn man reich genug ist, und man kann jetzt fragen, ob es ein gutes System ist oder nicht, schnell Engländer werden, innerhalb 3 Jahren sogar. Ich muss noch 9 Monaten warten. Ich bin schon 12 Jahre hier, ob ich überhaupt will oder nicht. Aber das beiseite. Pardon. Aber das heißt, diese 23% immer zu erwähnen, ist eine Spielerei, weil es ist keine echte Zahl. Pardon. Herr Simonian, da bin ich sehr dogmatisch.
auch von, es ist eines der Erfolgsrezepte der Schweiz, dass wir zur Einbürgerung eine sehr hohe Integrationsleistung verlangen. Ob man 12 Jahre warten muss oder jetzt neuerdings dann 10, das ist die gute Nachricht, sei dahingestellt, ob das sinnvoll ist. Aber ein wesentlicher Grund, warum wir keine Probleme wie Frankreich haben und, wie man muss es sagen, ja, das dass, wie es in London sind, ist da, dass wir halt, natürlich kann man das karikieren à la Schweizer machen, die das wählen. Das hat Übertreibungen. Aber der Grundsatz, dass wir da sehr lange genau hinschauen wollen, bevor wir jemandem die Schweizer Bürgerschaft geben, ich finde das einen der Gründe, warum wir weniger Probleme mit den Ausländerinnen und Ausländern haben. Wir werden jetzt eine Debatte eine Antwort noch auf Herrn Zander. Ich gehe mit Ihnen einig. Ich glaube übrigens, dieser Volksentscheid ist umzusetzen und er ist umsetzbar. Ich wünschte mir von Bundesrätin Sommaruga, dass Herr Strahm seinen Wunsch nach besserem Projektmanagement des Bundesrates auch in dieser Frage dem Bundesrat angedeihen lässt. Was er dort macht, ist nun fast etwas Arbeitsverweigerung. Es gibt Lösungen, es gibt Modelle. Und der Grundsatz, dass Migration in irgendeiner Weise gesteuert werden soll, ist mittlerweile auch in der EU mehrheitsfähig. Die Frage ist nur, wie. Aber ich glaube, da... Man muss einfach anerkennen, was sind die Gründe gewesen, warum eine Mehrheit da zugestimmt hat. Und die haben etwas damit zu tun, dass wir die negativen Seiten eines nie erreichten Wohlstands halt eben auch zu spüren bekommen und sich gewisse Leute dann eben auch offenbar theoretisch mindestens lieber etwas ärmer, dafür etwas mit mehr Platz wären. Wenn es dann darauf ankommt, ist es nicht so. Der Souverän in der Schweiz ist die einzige Instanz, die das Recht hat, widersprüchlich zu sein. Okay, danke. Nehmen wir noch eine letzte Frage, wenn es eine letzte Frage gibt. Sonst großer Kaffeeinteresse, aber zuerst nehmen wir die Frage. Fulvio Belli, ich war einmal ein Politiker. Und wir sind jetzt auf das Gebiet der Politik gekommen und ich habe eine Frage für Herr Leimgruber. Also Herr Berg hat gesagt, wenn die Frauen, die wir ausgebildet haben, arbeiten würden, hätten wir viel weniger Migration. Das ist wahrscheinlich richtig, aber das Interesse der jungen Frauen, weiterzuarbeiten, wenn sie Kinder haben, ist relativ klein und es gibt große Probleme, steuerliche Probleme, die uninteressant machen. Das ganze Sozialsystem ist gegen diejenigen, die arbeiten, für diejenigen, die zu Hause bleiben. Gibt es Überlegungen in der Kommission für Migration über diese fehlende Chance für den Ehepartner, sagen wir, auch zu arbeiten im steuerlichen Gebiet, im schulerischen Gebiet, bei der verschiedenen Fragen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teilen der Bevölkerung. Gibt es diese Überlegungen? Weil ich glaube, dort macht man grobe Fehler, die nicht erlauben, Schweizerinnen oder Schweizer eine Chance zu geben, dabei zu sein bei der Arbeitswelt und nicht ganz einfach zu Hause zu bleiben und sich nur mit Kindern zu beschäftigen. Danke, Herr Pelli. Herr Langruf. Ich glaube, die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass es mehrere Punkte braucht, damit Frauen auch in den Arbeitsprozess gehen. Und es ist nicht so, dass Frauen nicht gerne arbeiten. Ich kenne keine meiner Studentinnen und ich kenne auch viele andere, die einen Beruf lernen, die sagt, ich gehe nur arbeiten, damit ich dann aufhören kann, wenn ich heirate und Kinder habe. Das ist heute nicht mehr das gängige Rollenmodell. Wir haben ein Problem auf der Mentalitätsebene. Es ist nach wie vor so, dass viele erwarten, dass die Frauen reduzieren, wenn sie Kinder haben oder ganz aufhören, dass Frauen mit Vorwürfen konfrontiert werden aus ihrem Umfeld, sie seien Rabenmütter und so weiter. Das nimmt etwas ab langsam, da ist ein Wandel im Gange, aber der ist noch längst nicht dort, wo er zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ist, wo es ganz selbstverständlich ist. Der zweite Punkt: Es ist natürlich ein Stress, relativ schwierige Betreuungsverhältnisse zu haben und weite Arbeitswege zu haben und dann noch voll arbeiten und 2 Kinder betreuen zu müssen.
Wir sind europäisch gesehen ein Entwicklungsland, was gute Betreuungseinrichtungen angeht. Auch da hat sich in den letzten Jahren da und dort etwas getan. Der Bund hat Geld reingesteckt. Das reicht aber noch längstens nicht. Gerade im ländlichen Raum fehlen diese Betreuungen. Und wir sehen auch, dass diese Betreuungen oft wirklich reine Betreuungen sind, nämlich additives Aneinanderreihen, Schule, Mittagstisch, Aufgabenbetreuung und so weiter. Die Erfahrungen zeigen aber, dass integrale Systeme wie Tagesschulsysteme, wo wirklich den Eltern klar ist, die Kinder sind rundum betreut und sie werden auch angeregt und es tut sich etwas bildungsmäßig, musisch auf allen Ebenen, dass die besser funktionieren. Davon haben wir viel zu wenig. Und der dritte Grund ist dann tatsächlich, was ich schon erwähnt habe, das Geld. Nämlich eben, wenn ich mehr bezahlen muss, sogar noch drauflegen muss, wenn ich mehr arbeite, überlege ich mir natürlich gerade angesichts der anderen beiden Punkte, ob ich mir das antue oder ob ich mir das nicht antue. Und ich denke, auf diesen Ebenen haben wir schon noch einiges an Aufgaben vor uns. Und das betrifft alle. Das betrifft nicht nur die Schweizerinnen und Schweizer, das betrifft die Migrantinnen sogar besonders stark. Denn die kämpfen dann häufig damit, ihr Mann kriegt einen Job in der Schweiz, sie kommen her, ihr Ausweis wird nicht anerkannt, aus welchen Gründen auch immer, und dann sitzen sie rum. Es wäre auch einfach, das zu lösen. Statt einfach Ausweise anerkennen oder nicht anerkennen, wie wir es im Moment machten, brauchen wir ein differenziertes System. Was können die Leute? Wo brauchen sie noch eine Zusatzausbildung? Wie können sie die in vernünftiger Zeit erwerben, um wieder auf ihrem Niveau tätig zu sein? Das braucht auch ein bisschen Anreiz, in welcher Form auch immer, von Stipendien und so weiter. Was wir nachher gewinnen würden an zusätzlichen Steuern, wenn diese Leute nicht zu Hause sitzen würden, sondern auch in den Arbeitsmarkt integriert würden, hätten wir ziemlich schnell wieder draußen. Gerade bei den weiblichen Migranten ist das ein Dauerthema, dass sie hier ganz schwierig den Berufseinstieg finden, obwohl sie zum Teil sehr gut qualifiziert sind. Und das ist ein Punkt, den wir uns in der Kommission immer wieder anschauen und auch Vorschläge machen. Aber da hat die Politik, vielleicht eben weil Migration nicht so ein trendiges Thema ist, bisher wenig reagiert. Passen Sie auf mit den Steuern. Sie kriegen nicht mehr Steuern rein, denn die Kosten für die Betreuung sind sehr hoch. In Dänemark ist das Haushaltseinkommen nicht größer geworden, indem die Frauen mehr arbeiten. Die Kosten gehen dann einfach raus über die Steuern. Das ist okay fürs Land, das ist ein gutes Geschäft fürs Land, aber für die Einzelfamilie, die Steuern werden einfach da eine Umlage. Aber es ist gut für die Frauen, weil die eine Möglichkeit haben, sich zu beschäftigen. Das finde ich gut. Aber es ist leider so.